Jan Schaffrath, Omega Pharma Quickstep in diesem Jahr, Belgien, eigentlich der Traum für jeden sportlichen Leiter? Ja, also wenn man hier mitbekommt, wie die Leute interessiert sind am Radsport und generell an den Sport. Ich habe das letztes Wochenende beobachtet bei den belgischen Cross-Meisterschaften, nationalen Meisterschaften, wie da die Leute mitfiebern und sämtliche Einzelheiten vom Radsport kennen, ist das schon beeindruckend, ja. Haben Sie sich denn trotzdem schon gut integrieren können in die Mannschaft? Ja, erstens ist es ja, wenn man so will, nicht nur eine alte Mannschaft, sondern eigentlich fast eine neue Mannschaft, weil viele neue Sachen hinzugekommen sind, also auch Personal, sprich Mechaniker, Doktoren, sportliche Leiter, Masseure, also im Prinzip alles komplett neu, auch Fahrräder. Von daher kann man nicht sagen vom alten Team, sondern man kann wirklich sagen, hier ist ein neues Team gebildet worden. Und hinzu kommt, dass ich gerade auch die sportlichen Leiter alle hier kenne, mit denen ich selber zusammen Rad gefahren. Von daher war die Eingewöhnungsphase relativ kurz und auch sehr schön. Wo sehen Sie als sportlicher Leiter Ihre Stärken? Ich glaube, das, was ich in den letzten Jahren auch schon gemacht habe, dass ich eine Menge Erfahrung sammeln konnte in den letzten 4-5 Jahren im Zeitfahren, speziell bei uns im Team, im alten Team. Diese Erfahrung kann ich natürlich mit reinbringen und da bestimmte neue Reizpunkte suchen bzw. Sachen mit einfließen lassen, um dass wir uns weiterentwickeln und hier und da verbessern. Gibt es auch bestimmte Rennen, wo Sie sagen, da muss ich im Auto sitzen oder die, wo Sie meinen, dass Sie Ihnen ganz besonders liegen von dieser Position aus? Nein, ich glaube, man sollte man gerade auch im ersten Jahr, denke ich mal, da für jeden offen rangehen. Jeder versucht so ein bisschen sich einzubringen. Für mich wird es sicherlich im Zeitfahren hier und da eine größere Rolle spielen. Da werde ich sicherlich ein paar einzelne Radrennen bei Toni mit bei sein. Aber ansonsten ist hier jeder offen und fährt das Rennen oder das Rennen. Also da ist jetzt nicht spezielle Hierarchie, ich muss dahin oder dahin. Kann man jetzt schon sagen, ob vielleicht auch deutsche Rennen auf dem Programm stehen, rund um Köln, Frankfurt, vielleicht Bayern-Rundfahrt? Höchstwahrscheinlich nicht. Passt zeitlich leider nicht rein. Also muss man sagen, gerade auch durch die Proto-Rennen, durch die anderen großen Rennen und natürlich, weil wir auch natürlich schon die Wurzeln noch in Belgien sind, gleichzeitig auch eine Belgien-Rundfahrt haben, dann muss man ihn halt abwägen. Und da kollidieren wir in vielen Punkten. Also die Prioritäten liegen dann ganz klar auch bei den Sponsoren, muss man sagen, die dann Interesse haben, dass sie hier in Belgien starten. Generell, Sie haben die Leidenschaft hier in Belgien angesprochen. Können Sie sich vorstellen, dass es wieder gelingt, das Ganze ein bisschen mehr noch nach Deutschland rüberschwappen zu lassen? Ich glaube schon. Also ich glaube selber, Deutschland kann es von sich aus selber. Wenn ich das letzte Jahr gesehen habe, wie in Berlin ein neues Rad drin, was keine... Also dieses spezielle Radrennen keine Tradition hatte, im gleichen ersten Anhieb da für meine Begriffe ein super Rennen hingelegt haben, glaube ich, und auch von den Zuschauern sehr angenommen hat und eine sehr hohe Akzeptanz erreicht hat, auch in den Medien, glaube ich schon, dass man auf so einen Erfolgen aufbauen kann, wenn man sieht, Frankfurt, Main, Henninger Turm, das ehemalige Rennen, wie viele Zuschauer da sind, ja, wenn man rund um Köln sieht, Bayern-Rundfahrt, ich glaube, dass es genug Leute gibt. Sicherlich muss es Veränderungen geben im Radsport. Das sprich, ich glaube, in Deutschland wird der Radsport nur funktionieren, so wie es in Hamburg vorgeführt wird, wie es in Berlin vorgeführt wird, wie es in Frankfurt und Main, dass man über die Jedermann rennt. Weil da ist eine riesengroße Resonanz, auch von den Städten, muss man sagen, wo sie sehr offen sind. Und wenn man die Kombination verbindet, was Besseres für meine Augen, kann man auch für junge Leute nicht schaffen. Aber wäre dann nicht auch wichtig für die deutschen Rennen, dass eben so Leute wie Toni Martin auch am Start stehen? Wird es eventuell auch Freigaben geben, ähnlich wie bei den Nationalmannschaftsregelungen im letzten Jahr? Das weiß ich nicht. Wir haben jetzt den Rennplan so abgesteckt für Toni, wie es in den letzten Jahren war. Und da war es einfach auch letztes Jahr schon schwierig gewesen, in Deutschland ranzufahren, weil da viele eben Rennen kollidieren. Ja? Zum Beispiel Romandie kollidiert mit Henninger Turm und Frankfurt-Main. Das sind so eine Sachen, wo es dann eben halt schwierig ist, abzuwägen. Kann er da Henninger Turm gewinnen? Wahrscheinlich nicht. Also, aber Romandie hat dann eine gute Chance, eine gute Zeitfahren zu machen. Und von daher wird dann die Option wahrscheinlich immer da sein, wo kann ich mich leistungsstärksten etablieren. Okay, vielen Dank. Bitte. Danke.